In einer Zeit, in der ökonomische Reformen und Liberalisierung die Schlagwörter der Zukunft sind, ist Investmentbanking für die indische Industrie und Wirtschaft von größter Bedeutung. In der Vergangenheit war dieser Bereich ausschließlich den Männern vorbehalten. Heute dagegen werden nicht wenige der Top-Positionen von Frauen besetzt, die das notwendige Wissen besitzen. Eine dieser erfolgreichen Finanzfrauen ist Naina Lal Kidwai. So perfect. So by and large, looks interesting. Als stellvertretende Vorsitzende von JM Morgan Stanley wurde Naina vom Fortune Magazine zu einer der mächtigsten Geschäftsfrauen Asiens gekürt. Wie kam es dazu, dass sich Naina in diese hochkompetitive und stressvolle Welt des Investmentbankings wagte? Mich faszinierte schon immer das Büroklima. Als Kind kam ich einmal ins Büro meines Vaters, um ihn abzuholen. Ich liebte es, ihn dort im Büro zu besuchen. Ich fand diese Geschäftswelt unheimlich faszinierend. Ich glaube, dass mein Interesse von ihm und seinen Freunden auch geweckt wurde. Der Wunsch, dieser Geschäftswelt anzugehören, war sehr stark. Und eigentlich war ich auch sehr gut im Rechnen. Es sah so aus, als ob diese Welt den Frauen ihre Türen öffnen würde. Frauen im Bankwesen war etwas damals, was zu jenem Zeitpunkt in anderen Teilen der Welt zu beobachten war, ein klein wenig auch in Indien. So schien es mir nur logisch, dass mich mein Weg in die Geschäftswelt führen sollte. Ich meine das Finanz- und Bankwesen. Und mein Vater, der damals für die Versicherung arbeitete, riet mir, diese Richtung einzuschlagen. Schon als Kind war Naina sehr zielstrebig und wusste genau, was sie wollte. Sie stand auch ihrem Vater sehr nahe, der ihr Vorbild war. Ich glaube, dass sie, als sie etwa 13 Jahre alt war, bereits wusste, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte und begann, dies mit einer zielgerichteten Entschlossenheit zu verfolgen. Für sie gab es keine Kompromisse. Sie wollte ein MBA oder eine Karriere im Finanzwesen, das stand fest. Und alles, was sie tat, war darauf ausgerichtet, dieses Ziel zu erreichen. Weil sie eine gute Schülerin und Studentin war, ruhte sie sich nie auf ihren Lorbeeren aus. Das war nicht nur im Studium, sondern in allem, was sie machte. Während der Schulzeit trieb sie viel Sport, sie spielte in der Schulmannschaft. Sie war gut im Theater und beim Debattieren. Bei allem, was sie tat, war der Drang nach Exzellenz zu erkennen. Sie gab sich nur mit dem Besten zufrieden. Und ich glaube, wenn sie wusste, dass ihr das nicht möglich war, dann tat sie es auch gar nicht. Ich glaube, dass ich während meines Studiums nicht sehr viel gefordert wurde. Ich studierte Ökonomie, ein ganz neues Fach für mich, das mir auch sehr gut gefiel. Die Stunden aber waren leider sehr kurz. Und man hatte oft mehr als den halben Tag frei. Das bisschen, was zu lernen war, konnte man ganz einfach kurz vor dem Examen büffeln. Und so war ich nicht den ganzen Tag beschäftigt, wie ich es eigentlich vom Schulinternat her gewohnt war. Und so schaute ich mich nach anderen Aktivitäten um, damit es mir nicht so langweilig wurde. Und ich begann mich an Debatten und Sprecherwettbewerben innerhalb der Universität und zwischen unterschiedlichen Universitäten zu beteiligen. Und so rutschte ich ganz allmählich in die Universitätspolitik hinein und musste am Ende des ersten Jahres für die Universitätswahlen kandidieren. Und so geschah es, ich glaube, weniger nach Plan und eher deshalb, weil meine Freunde, die meine Kandidatur unterstützten, mich eigentlich zur Wahl zwangen. Für mich war das etwas ganz Neues, absolut Neues. Auf den Tischen in der Kantine zu stehen, Reden in Hindi und in Englisch zu halten und auch ausgepfiffen zu werden. Aber am Ende lohnt es sich doch. Nach Abschluss ihres Studiums ging Naina für ein MBA an die Universität von Harvard. Eine Erfahrung, die für sie bereichernd und interessant war. Es war ein anstrengender Kurs. Ich liebte ihn, weil jeden Tag viel los war. Allein schon die Aufregung, in Amerika zu sein, mit intelligenten Personen Gedanken auszutauschen, neue Freunde zu machen. Das Studium macht unheimlich viel Spaß und die Themen, die unterrichtet wurden, ebenso. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie dort unterrichtet ist, eine ganz andere ist. Man fühlte sich viel stärker daran beteiligt und in alles einbezogen. Langeweile konnte dabei gar nicht erst aufkommen. Ich sah Ihre Transformation in den 2 Jahren. Wir waren in derselben Klasse. Zu dieser Zeit wusste ich,
dass sie es weit bringen wird. Mit einer Reihe von Erfolgen hinter sich war Naina auf dem internationalen Arbeitsmarkt sehr gefragt. Man macht ihr lukrative Angebote. Sie aber entschloss sich, nach Indien zurückzukehren. Mir war von Anfang an klar, dass ich nach Indien zurückkommen wollte. Und es gab dort niemanden, der Personal für Indien anheuerte. Ich aber traf die Leute von der Citibank, die dort waren, und ließ sie wissen, dass ich nach Indien zurück wollte. Sie reagierten unglaublich schnell. Innerhalb der nächsten 10 Tage schickten sie mir bereits ihr Angebot, was mir aber etwas zu schnell ging, weil ich auch alle anderen indischen Firmen treffen und erst dann meine Entscheidung treffen wollte. Ich ging durch den Interviewprozess in den Staaten, um Erfahrungen zu sammeln. Ich wollte auch wissen, ob ich hier Arbeit bekommen könnte. Man machte mir mehrere Angebote. Und so wusste ich, dass ich auch hier bleiben könnte, falls ich das wollte. Es war eine ganz persönliche Entscheidung, die mich zurück nach Indien brachte. Für Naina war Indien der Ort, wo sie sein wollte. Sie konnte spüren, dass sich das Land schon bald öffnen würde. Dieser Liberalisierungsprozess begann erst 1991, 9 Jahre nach ihrer Rückkehr. Sie wollte unbedingt an diesen Veränderungen in dem Land, das sie am besten kannte, teilhaben. Nainas Interesse für Investmentbanking wurde während ihres Buchhalterstudiums geweckt und an der Harvard Business School weiter verstärkt. Es ist eine sehr kreative Sparte des Finanzwesens. Ich glaube, die kreativste überhaupt. Was wir tun, ist, Firmen zu helfen, in meinem Fall typischen mittelständigen bis Großunternehmen, nicht aber Kleinbetrieben. Wir beraten sie über die Mittel, die sie benötigen, und unterstützen sie auch aktiv, diese Mittel zu beschaffen. Wir finden Kapital für sie, das vom internationalen oder auch inländischen Markt kommen kann. Dabei kann es sich um Beteiligungen oder Kredite handeln. Auch bei Firmenkäufen und Verkäufen beraten wir unsere Kunden, wann der günstigste Zeitpunkt ist, zu welchem Preis und wie es am besten gemacht werden soll. Investmentbanking wurde sehr wichtig, als die indischen Märkte sich öffneten. Sie haben uns vor der Verbindung zwischen den globalen Märkten und globalen Firmen isoliert. Das war ihre Funktion. Die Rolle vom Investmentbankier ist sehr wichtig. Weltweit werden jedes Jahr Trillionen von Dollar und Eigenkapital platziert. Zu jenem Zeitpunkt gab es nur 3 oder 4 große Banken in Indien. Naina schloss sich der größten an, der Grindlay's Bank. Wenn ich an Investmentbanking denke, war es in den alten Tagen ein sehr nahes Feld und war auf das Beschaffen von Geldmitteln für Firmen konzentriert. Wir hatten keine hochentwickelte Firmenzusammenschlüsse oder Übernahme, die wir heute sehen. Es war ein großes Risiko für sie, in diesem Umfeld tätig zu sein. Man rennte hinter einem Geschäft her, so macht man sich einen Namen für sich. Nach erfolgreicher Tätigkeit in der Abteilung für Investmentbanking der Grindlay's Bank wurde Naina beauftragt, das Kleinbankwesen zu übernehmen. Sie nahm diese Herausforderung auch an und meisterte sie mit großem Erfolg. Naina war aufgrund ihrer Erfahrungen im Investmentbanking sehr gefragt. Sie wechselte zu J.P. Morgan Stanley über, einer der führenden internationalen Banken, wo sie eine Stelle als Geschäftsführerin der Landesfiliale antrat. Ich fühlte, dass aus der Perspektive der Bank es ein sehr großer Verlust war, denn sie hatte das Potenzial, Geschäftsführerin zu werden. Aber sie hatte eine sehr gute Erfahrung im Gebiet des Investmentbanking. Und sie wechselte in eine Firma mit dem besten Namen der Welt. Es passierte genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Arbeitsgebiet war ihre persönliche Stärke.
Von einem persönlichen Gesichtspunkt aus war es eine richtige Entscheidung und ich wünschte ihr alles Beste. Gemäß meinem Wissen hat Naina alle Fähigkeiten für einen Bankier. Als eine Frau sticht sie hervor, weil dieses Umfeld von vielen fähigen Männern dominiert wird. Für das gebe ich ihr Kredit. Ich bin mir ganz sicher, dass es für Angestellte, die nie zuvor mit anderen Frauen gearbeitet hatten, anfänglich Probleme gab. Nach den ersten Auseinandersetzungen aber war doch dann reiner Tisch gemacht worden. Ich glaube, dass es nun keine Probleme mehr gibt. Ich glaube auch, dass wir in Indien viel besser dran sind als in anderen westlichen Ländern, weil unsere Angestellten aus den verschiedensten Hintergründen kommen. Und in dieser Organisation hier ist die gleiche Vielfalt an Arbeitskräften zu finden wie in anderen Organisationen, in denen ich bereits gearbeitet habe. Als Frau war man genauso einzigartig oder gleich wie alle anderen. Es war keine englische Biertrinkergesellschaft, die Samstag in die gleichen Clubs ging oder jeden Donnerstag ausging. Jeder hatte seine eigene Art, seine Arbeit und sein Leben zu führen. Es macht eigentlich mehr Sinn für eine Frau, weil wir dann nicht nur für die Männer denken. Alle sind Teil einer diversen Gruppe und ich glaube, dass dies ein großer Vorteil in unserem Land ist. Ich glaube, dass sie die Jugend unserer Zeit verkörpert. Die ganze Industrie, zumindest Telekom und die IT-Industrie, ist viel jünger als früher. Und so kann sie eine Beziehung zu den jungen Geschäftsführern aufbauen. Sie ist eine große Diplomatin und hat eine besondere Fähigkeit, mit den Kunden umzugehen. Naina ist eine aufrichtige Person. Sie ist ethisch und politisch sehr korrekt. Und weil wir Freunde sind, hat sich sichergestellt, dass ich niemals unter Zwang gesetzt wurde, die Dienste von Morgan Stanley zu benutzen. Sie zögerte nie, Kunden anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass sie das machen sollten. Sie greift nie selber in die Kundenbeziehung ein. Sie versicherte, dass ich mit den Leuten, mit denen ich verhandelte, objektiv bleiben konnte und mich nicht um persönliche Beziehungen kümmern müsste. Ich glaube, wir alle erreichen in unserer Karriere einmal einen Punkt, an dem die Leute uns nur treffen, weil wir wer sind und ihnen eventuell helfen können. Ob wir nun Mann oder Frau sind, hat nichts zu sagen. Ich glaube, dass sie als Männer Kunden haben, die sie nicht sehen wollen, weil sie ihre Zeit vergeuden. So hat es eigentlich mehr mit den beruflichen Fähigkeiten und ihrem Ruf zu tun, den sie in ihrem Berufsfeld genießen. Es ist einfach, mit ihr zu arbeiten. Sie ist sehr direkt. Sie ist ehrlich in ihrer Handlungsweise. Sie ist offen mit ihren Gefühlen. Wenn sie eine Spannung zwischen zwei Gruppen bemerkt, ist sie sehr diplomatisch. Sie ist jetzt der stellvertretende Vorstand der Firma und verhält sich auch so. In Transaktionen zu gewissen Zeitpunkten gibt es kritische Sitzungen und sie wird dort sein. Sie wird die Unterlagen vor der Präsentation studieren und ihren Kommentar dazu abgeben. Wir machen die notwendigen Änderungen, aber sie sagt uns nicht, wie wir die Präsentation machen sollen. Wissen Sie, als Frau, und das habe ich mit ihr gemeinsam, sind wir doch sehr intuitiv. Und es ist die Intuition, die uns hilft, eine andere Person besser zu verstehen und den nächsten Schritt zu wagen, um das Geschäft abzuschließen. Man hat einen gewissen Vorteil, wenn man zu wissen glaubt, was der andere denkt. Immerhin steckt in einem Deal sehr viel Arbeit. Es ist doch etwas sehr Persönliches und nur schlichthin ein Geschäft. Man muss die Psyche und Mentalität der anderen Person verstehen. Und ich glaube, hier sind wir doch, wir Frauen, den Männern gegenüber im Vorteil. I've never
Ich habe noch nie jemand so arbeiten gesehen. Ich kann nicht verstehen, wie jemand um 5 Uhr aufstehen kann, von 6 zu 9 am Telefon sein, dann zur Arbeit gehen und um 8 zurückkehren und wieder am Telefon zu sein. Das Problem mit dieser Art von Arbeit ist, dass die Zeit sehr knapp ist. Die Zeit zwischen uns ist einfach nicht genug. Wir reisen aber auch gelegentlich beruflich zusammen, zwar nicht sehr oft, aber wenn, dann macht es Spaß. Wir fahren auch manchmal alle zusammen in den Urlaub. Das muss aber dann ein ganz besonderer Urlaub sein. Wir lieben die Berge, die Wälder, die Natur. Das sind unsere schönsten gemeinsamen Ferien, insbesondere mit den Kindern und mit der Tochter Maya. Eigentlich verbringen wir unsere Ferien nur an solchen Orten. Ich glaube, das Beste ist, die Ferien zu planen. Oft werden sie dann annulliert. Naina interessiert sich stark für Musik. Allerdings hat sie leider keine Zeit, ins Konzert zu gehen oder Musik zu hören oder ins Theater, an dem sie auch großes Interesse hat. Aber wie gesagt, keine Zeit. Nainas umfangreiche Erfahrungen werden von den verschiedensten Organisationen, den Medien und der Regierung für ihre Ideen, Inputs und Ratschläge genutzt. Nicht nur im Zusammenhang mit Investmentbanking, sondern für die Wirtschaft überhaupt. Ich glaube, dass Frauen wie Sie die richtigen Erfahrungen, nötige Fachwissen und Kompetenzen haben, die es zum Erfolg braucht. Sie sollte darauf zielen, die Firma, in der sie arbeitet, zu führen. Nun, die Herausforderungen sind enorm, weil es sich um einen politischen Prozess handelt. Wir benötigen Gelder aus dem Ausland, um in die Kernsektoren zu investieren. Indien hat diese Art von Kapital nicht, das gebraucht wird, um seine Infrastrukturen aufzubauen. Und solange wir nicht den Privatisierungsprozess beendet haben, von dem hauptsächlich auch unsere großen Firmen betroffen sind, die infrastrukturellen Firmen, werden wir auch keine ausländischen Gelder in dem Umfang anlocken, wie benötigt. Falls die Regierung den richtigen Wert dieser Juwelen, die sie in der Vergangenheit kreiert haben, realisieren will, muss sie den Rest der Welt erlauben, mitzubieten. Ich denke, dass alle Parteien in Indien von jeder Richtung wissen, dass die ökonomische Liberalisierung geschehen muss. Von einer wirtschaftlichen Perspektive ist es nicht nur wichtig, sondern kritisch. Und Investmentbankiers haben eine wichtige Rolle in der Wirtschaft zu spielen. Die Transformation von der Entwicklung zu einer freien Gesellschaft ist, was Indien passiert. Ich glaube, es ist ein viel größeres Risiko, nicht zu privatisieren, weil dann einige dieser Unternehmen untergehen werden, weil keiner mehr daran interessiert ist, in sie zu investieren. Und so werden sie sich mit Firmen rumzuschlagen haben, die wegen Geldmangel nicht weiter wachsen können und zusammenschrumpfen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind und nur noch Verluste machen. Es würde mich nicht überraschen, wenn diese Firmen, bei denen es sich größtenteils um staatliche Firmen des öffentlichen Sektors handelt, in den nächsten 3 bis 5 Jahren Verluste machen und überhaupt aus Indiens Unternehmenslandschaft verschwinden würden. Und die daraus resultierende Arbeitslosigkeit ist auf alle Fälle von weitaus größerer Bedeutung als irgendwelche Veränderungen in den leitenden Stellungen solcher Firmen in ihrer Personalstruktur, die eine Privatisierung oder neue strategische Geschäftspartner mit sich bringt. Nun, ein anderer sehr wichtiger Aspekt dieser neuen Technologiewoge und der verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten und Telekom-Einrichtungen in Indien wird der sein,
dass man sich Gedanken machen wird, wie diese modernen Technologien dem Agrarsektor insbesondere helfen können, in einem Land vor allem wie Indien. Wie man mit ihnen kontrollieren kann, welche Veränderungen sich auf dem Land vollziehen, wie sich all diese Entwicklungen vollziehen werden, wird sehr interessant zu beobachten sein. Unser Schwerpunkt ist verständlicherweise die Telekommunikation und Stromerzeugung. Nun, damit meine ich Dinge, die für unsere Wirtschaft und unser Land von grundlegender Bedeutung sind und die uns dorthin führen werden, wohin wir gehen müssen. Und Naina hat noch eine lange Reise vor sich. Indien steht heute vor großen Veränderungen. Seine Wirtschaft hat sich nach außen geöffnet und internationale Investoren haben ihren Blick auf Indien gerichtet. Und als eine der führenden Investmentbankers wird Naina bei diesem Wirtschaftswachstum eine maßgebende Rolle spielen. Ich glaube, dass in den internationalen Märkten heute keiner ohne Investmentbanker ist. Ob man eine Akquisition macht oder man Kredite aufnimmt, Investmentbanker sind ein Teil dieses Lebens.